Hier waren sie noch am Feiern. Dramatisches Ende für 6 Beteiligte nach dem Sieg der deutschen Mannschaft. Bei einem schweren Unfall bei dem Autokorso durch Siegen kurz vor Mitternacht auf der Kossecke wurden nach ersten Angaben am Unfallort 6 Personen verletzt. Ein Renault Twingo nahm an einem Autokorso durch die Innenstadtteil und kam aus Richtung Gericht auf die Kreuzung zugefahren. Ein anderer PKW wollte von der Spandauer Straße nach links in Richtung Eiserfeld abbiegen. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. Beim Eintreffen der Feuerwehr lagen mehrere Personen verletzt auf der Straße. Zum einen die Sicherstellung des Brandschutzes, zum anderen auf jeden Fall die Verletztenversorgung und Feststellen der Anzahl der Verletzten. Die Polizei war schnell vor Ort und hatte schnell einen Überblick. Aufgrund der Rückmeldung an die Leitstelle der Feuerwehr löste diese Großalarm aus. Als Feuerwehr haben wir eingesetzt 2 Hilfeleistungslöschfahrzeuge, mehrere Rettungsdienstfahrzeuge, ein Gerätewagen Sanitätsdienst vom Malteser Hilfsdienst sowie den Führungsdienst des Kreises Sieg-Wittgenstein als Orga-Leiter. Außerdem waren insgesamt 4 Notärzte an der Unfallstelle. Nach ersten Angaben sind 4 Personen schwer verletzt, 2 weitere Personen zogen sich leichte Verletzungen zu. Während der Unfallaufnahme und der Rettungsarbeiten war die Kreuzung bis 1:40 Uhr voll gesperrt.